Gut, noch eine Meinung, genau hier drüben. Das ist ganz konkret, weil du dann extrem von anderen Cuttern angefeindet wirst. Wenn du deinen Preis veröffentlichst? Ja. Ach echt? Ja, du wirst aber angefeindet aber von Kollegen? Ja. Was sagen die so? Was sagen die so? Die wollen halt keine Veränderung. Die sind halt glücklich mit den 300 Euro, die sie kriegen. Ja. Und das ist mir ganz konkret passiert. Ich hatte halt einen vernünftig kalkulierten Tagessatz. Ich habe ihn bekommen. Du hast ihn gekriegt? Ich habe ihn bekommen. Hey, das ist doch für alle eine Motivation, Leute, zu sagen. 10 Leute, die 300 bekommen haben. Ich habe denen das erzählt. Ja, und die waren natürlich alle... Ja, die waren halt neidisch, sagen wir es mal so. Der Punkt ist, die waren nicht neidisch, die waren sauer. Ja klar, weil sie es nicht bekommen haben, ist doch logisch. Wenn das Geld da ist und man erzählt jemandem, das Geld ist nicht da und dann ist es da, das ist doch eigentlich der eine... Der nächste Punkt ist, wir haben alle auf 10 Stunden gearbeitet. Und du auf 8. Ich auf 8. Mit mehr Geld auf 8. Wow. Und ich habe die Überstunden bekommen. Ja, schaut, das ist eine gute Verhandlung. Die Regelung war ja drin im Vertrag. Also ich kann... Die anderen hatten halt einen 10-Stunden-Vertrag, haben den stillschweigend akzeptiert. Ja, aber was passiert jetzt? Pass auf, jetzt wirst du angefeindet, aber der Produzent bucht dich trotzdem. Das musste er, weil es zu dem Zeitpunkt in Köln einfach keine Cutter mehr gab. Ja, aber überleg mal, du bist selbstständig. Du musst schauen, dass dein Laden läuft. So, jetzt ist die Frage, wenn du jetzt sagst, okay, ich habe gut verhandelt, ich habe den Job wirklich auch an Land gezogen, der Produzent ist bereit, für mich dieses Geld in die Hand zu nehmen. Es scheint ihm das wert zu sein. Er kriegt ja was dafür. Ja, dann muss man doch eigentlich sagen, bist du denn in gewisser Weise für die anderen verantwortlich? Ja, jein, weil du bist solidarisch, aber... Verantwortlich, weil die sind ja für sich selber verantwortlich. Ja, das ist der Punkt, das ist genau, das ist richtig, die sind für sich selber verantwortlich. Auf der anderen Seite... Dass ich da in Köln jetzt nicht mehr gebucht werde, weil ich ja zu teuer bin. Naja, das ist jetzt wieder ein Argument, das man gegen dich verwenden kann. Ist ja klar, wenn die anderen nicht mitziehen, dass natürlich klar ist, dass das eine einmalige Geschichte ist. Man sagt, okay, jetzt brauche ich mal jemanden, dann haben die eine Notsituation, dann buchen die dich und dann brauchen sie dich nicht mehr. Ja, aber das ist ja der Punkt. Die Frage ist, warum ist jemand mit 300 Euro zum Beispiel zufrieden? Weil die nicht bereit sind, weil die sagen so, die wollen halt nicht das Risiko eingehen. Das ist genau der Punkt. Das sind eigentlich Einzelpfändige, die halt nicht bereit sind, das Risiko genau zu gehen, nicht gebucht zu werden. Das sind... Die wollen halt, weil die werden für die 300 Euro werden sie durchgebucht. Natürlich. Ich sag dir, woran es liegt. Ja. Wird denn so blöd und bucht den anders. Ich sag dir jetzt, woran es liegt. Das ist ein ganz guter Punkt, den du jetzt ansprichst.